Hallo ihr Lieben, ey, ich habe nicht viel Zeit, aber es gibt eine kleine Mitteilung, die ich unbedingt machen muss, denn das liegt mir wirklich sehr am Herzen. Ich bin super stolz darauf, das mit diesem Kanal, mit dem, was ich hier mache, endlich erreicht zu haben. Und zwar habe ich meine erste Kooperation bekommen. Das war kurz vor meinem Urlaub, da wurde ich angeschrieben von dem Lied. Boah, Moment. Jo, alles klar, danke, ciao. Ey Leute, so mega, da ist er auch schon. Wow! Wird natürlich mit meinem neuen Taschenmesser aufgemacht, dem ich jetzt circa 2,5 Monate hinterhergejagt bin. Spyderco Para 3 All Black, geile Ergos. Bisschen Liebe reingesteckt, deshalb jetzt geile Action, kommt bestimmt bei Knife in a Minute. Also, lass uns gucken, was wir hier haben. Schatz, kannst du bitte eben noch schnell den Müll rausbringen, dass sonst gleich zu viel zu schleppen. Ja, mach ich. Mein Gott, eine halbe Mülldeponie, die hier weg muss. Was hast du gesagt? Ich liebe dich. So, jetzt aber. Schatz, machst du bitte noch das Kind fertig? Wir müssen gleich los. Natürlich. So, komm mal her. Hoppala. So, ich pack dich nämlich jetzt hier hin. So, ja. Ja, fehlt nur noch das Wasser. Mache ich gleich. Oh. Hier noch das Wasser. Ich muss eben noch das Paket aufmachen, ne? Schatz, ja. Kannst du jetzt mal aufhören, YouTube zu spielen? Wir müssen jetzt los. Ey. Ja, dann komm halt, Alter. Mein Gott. One eternity later. Gepackt wie ein Esel. Alter, guck dir die Scheiße an. Ich hasse es sieht. Ich hasse es. Ich hasse mein Leben. Müll. 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 Auch, ne? Das ist für die Frau. So, Einkäufe auspacken, dann Paket auspacken. Nee. Ich habe Hunger. Kennt ihr das, wenn ihr... Also, das ist ja für mich jetzt ein besonderer Moment. Und ich will das jetzt nicht einfach schnell abfrühstücken. Ich will diesen Moment auch ein bisschen genießen. Ich werde jetzt erst was essen. Ansonsten ist das hier schnell, zack, zack, nicht wirklich drüber freuen. Was essen und dann noch mal dran. Ich muss erst was essen, Leute. Sorry. Jetzt aber. Oh nee, Alter. Das war der Kater kacken. Ey, das stinkt wie die Hölle. Komm sofort. Oh, der hat Durchfall, Alter. Übel. Des Todes. Boah, ist das ekelhaft, ey. Boah, stinkt das. So, jetzt aber. Ja. Hier nimmst du das Kind, ich muss los. Wohin? Hä? Wohin musst du? Mit Jenny essen, hab ich doch gesagt. Wann? Jetzt? Bis später, viel Spaß. Danke. Tschüss. Was machen wir jetzt?
Du hast ja so eine Spielzeugkiste. Komm, guck mal, was da drin ist. Guck mal, ein F. Ein F für Finanzberatung. Ich hätte es auch nicht genommen, ganz ehrlich. Spielst du lieber mit dem R wie Rentenzusatzkasse? Ja? Ja, spiel ruhig damit. Bist du knatschig? Hast du jetzt Hunger? Yay! Mach den Papa ganz schön müde hier. Wie spät haben wir das? 17:45. Ich bin jetzt schon platt. Ich liebe dich. Hm? Okay, Entschuldigung, dann kriegst du halt keinen Kuss mehr. Hast du auf jeden Fall von deiner Mutter. Das war's schon. Ehrlich. 20 Milliliter. Ja? Lieben wir. Geil. So, dann spielen wir noch ein bisschen weiter. Oh, warte mal. Okay, das schreit nach einer Windel. Geil. Warte mal. So. Ja, ich weiß, ich bin ein schlechter Vater. Wo ist deine Schlafanzughose? Keine Ahnung, wir nehmen jetzt die hier. Okay, der Papa spielt mit dir. Das kann ja auch warten. Warte ja jetzt schon über 8 Stunden. Ich geh in den Candy Shop, hey yo. 50 Cent ist meine Welt. Was ist los, Schatz? Willst du hoch? Okay. Ah, du musst auch gar nicht laufen üben, ist auch scheißegal. Komm, ich kann dich auch dein Leben lang tragen. Irgendwann trage ich dich einfach zu deinem Date. Was hältst du davon? Hä? Mit 14, oder? Weh, du hast mit 14 schon Dates. 18, frühestens, okay? Oder wenn du ausziehst, wäre noch besser. Kakao. Kakao? Sogar Kakao gesagt? Dein erstes Wort kann nicht Kakao sein. Muffin, hi. Na? So. Jetzt muss aber drin sein, komm. Ah, ein kurzer Blick schadet nicht. Ah, okay, ey, ich muss nochmal los. Ich muss zum Briefkasten, weil hier ist mein Victorinox Super Tinker drin und das wird customisiert. Und das ist mir schon ziemlich wichtig, dass das heute noch rausgeht. Also, hallo, Kind, machen wir einen Ausflug? Einmal zum Briefkasten. Da fällt mir ein, das Geburtstagsgeschenk von meiner Frau muss ich auch noch abholen. Ey, komm, wir müssen los. Yo, hello. Ey, ja gar nichts, bist du zu Hause? Ja, sicher. Ich komme dir jetzt das Paket vorbeibringen. Der Amazon-Bote war hier. Ich habe den abgefangen. Ich bringe das eben, ja? Ach so, ja. Wenn du willst. Ja, ja. Ich muss eh rumfahren. Deswegen, ich komme gleich vorbei. Alles klar. Bis gleich. Bis zum gleich. Ciao. Ciao. Boah, Alter, ist das hier eine enge Parklücke. Leck mich am Arsch. Jetzt müssen wir das noch eben frankieren. Gott sei Dank leben wir in so einem modernen Zeitalter, wo das einfach per App geht. Mein Handy. Darf ich kurz? Achtung. So. Sorry. PayPal. Ja. Jetzt kaufen. Perfekt, das war's. 2 Minuten, bist du durch. Wunderbar. Boah, richtig. Guck mal, was mir gerade eben aufgefallen ist. Ich bin einfach mit meinen Adiletten losgezogen. Ich hatte so keinen Bock, mir irgendwas anzuziehen, mich fertig zu machen. Ja, schwarze Socken, weiße Adiletten, auf geht's. So, jetzt bringen wir schnell noch dem Onkel Tim seine Schlösser vorbei, ne, die er bei uns bestellt hat. So, Paket ist abgegeben. Jetzt haben wir folgendes Problem. Die kurze ist quengelig und muss langsam ins Bett. Aber vorher
muss ich ihr noch einen Brei geben, muss ich sie baden, Bett fertig machen und dann erst ins Bett bringen. Und dann habe ich hoffentlich endlich mal Zeit, ins Paket reinzugucken. Also, let's go. Oh Mann, es hat so lange gedauert. Jetzt endlich kommen wir dazu. Ich habe noch ein anderes Paket, aber das wird euch nicht jucken. Das ist kein EDC-Gedöns, das ist Fotogedöns. Also, es kommt von Schneidwerk Hart, so viel kann ich schon mal sagen. Meine erste Kooperation ist mit dem lieben Bastian vom Schneidwerk Hart. Was haben wir da drin? Ernsthaft jetzt? Mama ruft an. Hallo. Hallo Patrick. Na, wie geht's? Ich bin also ich habe vorher hat die Brei gekriegt, die hat gebadet, die hat ihre Milch bekommen. Alles um die Mühe zu kriegen. Satzzeichen, Komma und Punkt schon. Ja. Das haben sie schon. Wir wollen sie vollbilden. Wofür denn bewerben? Wofür gut gebraucht? Gut. Soll ich Karina ein paar Kohlrabi schicken? Will sie haben für die Kleine? Ich will Kohlrabi haben für die Kleine. Einer reicht, sagt sie. Alles klar. Also dann schlaft schön. Bitte? Ihr euch auch. Vielen Dank. Mari, ich grüße du auch zu Hause. Und dann sehen wir uns Freitag, ne? Bis dann. Tschö, Mutter. Tschö, tschö. So. Alter. 21:45. Möchtest du jetzt noch irgendwas, was ich mache, oder kann ich jetzt mein Paket auspacken? Ich würde gerne ein Lied hören. Ein Lied? So, wegen GEMA mussten wir jetzt den Teil natürlich rausschneiden. Also, wir kommen endlich zum Unboxing. Hoffentlich kein Handy. Keine Aufgabe? Immer noch nicht. Okay. Let's go. Ach. Also, wenn man hier guckt, guckt euch das an. Das sieht richtig nice aus. Da haben wir ein Patch, Schneidwerk Harz. Da haben wir ein weiteres Patch, auch nochmal Schneidwerk Harz. Dann haben wir das Hauptstück, CJRB. Da gucken wir gleich rein. Und hier wird wahrscheinlich nichts mehr drin sein. Wir wühlen mal. So. Nein, sieht nicht aus, als wäre da noch irgendwas drin. Also nochmal die beiden Patches. Schneidwerk Harz, Schneidwerk Harz. Einmal in schwarz, einmal in grün. CJRB. Ach. Okay, Spannung steigt, ist in so einem Case drin. Da traue ich gar nicht aufzumachen, ich bin so aufgeregt selber. Oh, oh, was für eine Schönheit. Dazu kommen wir gleich. Also, hier haben wir ein Mikrofasertuch von CJRB drin. Groß. Aufdruck ist schön, schöne Farbe. Das Case finde ich richtig schön mit diesem Stoff innen, also der richtig dick ist und so. Gefällt mir echt gut. Kann man bestimmt auch für was anderes benutzen. Ja, Silikagel, okay. Kommen wir zum Hauptteil. Oh. Oh, Leute. Oh, ist das ein schönes Ding. What a beauty! Ich habe das so oft jetzt schon im Internet gesehen, immer auf den ganzen Seiten, in den ganzen Shops. In Deutschland gibt es meistens nur diese Version tatsächlich. Und ich fand es schön, aber ich war mir unsicher wegen dem Rose Gold. Wir haben hier das CJRB Bowie Pyrite. Und ey, es sieht so schön aus. Wow. Oh mein Gott, mit Fingerzoll. Ich liebe es. Echt gute Handlage.
Tja. Aber um jetzt weiter auf dieses wunderschöne Schmuckstück einzugehen, ist es mir ehrlich gesagt schon ein bisschen zu spät. Also, da müsst ihr dann bis Freitag warten zu Knife in a Minute. Wahrscheinlich dann jetzt kommenden Freitag. Und ich freue mich schon. Ich muss mich auch erst noch ein bisschen einlesen, was da für Stahl verbaut ist und sowas alles. Aber jetzt, ich habe richtig Bock. Also, Freitag, Knife in a Minute, CJRB, Bowie Pyrite. Das war's von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank an Schneidwerk Harz für die Kooperation, für das Messer. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.